So, wir sind jetzt in der Runde Skywars auf playlegends.net in 1.16 Skywars. Nehmen einfach mal das wunderschöne Kit Assassin. Ich weiß nicht, was die machen. Ich kann ja mal hier rüber gehen, dann könnt ihr euch das alles anschauen. Ja, Skywars in der neuen Version, in der wunderschönen 1.16, und wir haben uns unsere Potion direkt verworfen. Nein, Fake News, nicht in 1.16, in der 1.19. Und wir gehen einfach mal hier runter. Und hier ist niemand. Und ey, erste Runde, die ich hier Skywars spiele auf dem Server. Wir gucken einfach mal. Wir gucken, wie es abgeht, wie das alles funktioniert. Und das sieht auf den ersten Blick aus eher wie Hypixel Skywars als GOM Skywars. Also Hypixel Skywars in der 1.19. Das könnte interessant sein. So, und wir haben den ersten Down. Es war ein bisschen das Blockspiel. Wir haben den zweiten Down. Puh, das war auch wieder das Blockgame. Und ey, bis jetzt ist es ziemlich interessant. Also, man kann sich das ja also voll geben. Also, ich bin jetzt ohne Erwartung reingegangen. Ich finde es halt schade, dass keine Server das machen so in neuen Versionen. Es ist ja eigentlich jetzt nur Hypixel mit einem anderen PvP-System. Und was bringt mir der Trident? Oh, Loyalty heißt doch, dass er wieder zurückkommt, oder? Oder nicht? Suspicious. Oh, da kommt wieder zurück. Guck. Was macht die Stew? Hat nichts gemacht. Ja, okay. Wir gehen jetzt mal weiter in die Mitte. Gucken, ob wir die Runde gewinnen können. Und ein scharfes Eisenschwert. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Schüchen brauchen wir auf jeden Fall. Das hat Pro 2. Das brauchen wir nicht. Es ist hier noch nicht alles final. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder so, schreibt mir die in die Kommentare. Oder wenn ihr halt irgendwas seht hier direkt in der Runde, oder gibt ihr so einen Play Legends Server, weil da ist zum Beispiel, ich glaube, den Loot oder so, ich weiß nicht, ob die den noch anpassen wollen, aber wenn euch irgendwas auffällt, einfach melden. Und das war natürlich ha! Dumm! Und nachdem das eben so, ja, doof geendet ist, weil ich dumm war, ist mir zu Ohren gekommen, dass es ein OPs Kit gibt, nämlich Bär, womit man einen Stärketrank hat. Das steht zwar noch nicht drin, aber ich sollte, also man sollte einen Stärketrank haben, und wir wissen ja alle, also 3 Minuten lang, und wir wissen alle, wenn es irgendein OPs Kit gibt, dann müssen wir das auch ausnutzen. Und ja, also 3 Minuten Stärke, das also ist ja unglaublich. Das ist ja gefühlt schon winning. Also wie will man mich damit jetzt töten? Ich bin natürlich jetzt asozial, dass ich das missbrauche, aber es ist drinne und gönnen uns die 3 Minuten Stärke. Und jetzt gehen wir direkt zum Gegner da vorne. Und hoffentlich werfen wir keine dumme Enderperle die Runde. Na gut, ersten haben wir down. Den haben wir auch eine wunderschöne Brustplatte zu verdanken. Leggings. Und ja, jetzt können wir direkt zum nächsten gehen. Ey, wir haben halt Stärke. Das ist so gnadenlos OP. Ich weiß nicht, wie gut der Stuff. Doch, guck mal, er hat auch nicht mehr so guten Stuff. Aber Giftpfeile. Das ist interessant. Okay. Das ist actually interessant, Giftpfeile. Okay, ja, never mind. Haben wir irgendwas Bogentechnisches? Nee, aber wir haben so ein Ding, womit wir runterschießen können. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Aber ich hoffe, der macht ein bisschen was. Anscheinend, also ist ein Gap. Anscheinend macht er schon irgendwas an Damage. Wir haben halt noch Stärke. Ja, wir. Gut. Den haben wir down. Der hat noch schön Wasser für uns geplaced. Aber den haben wir jetzt down. Suspicious Goo. Mal sehen, was die macht. Ich weiß es wieder nicht. Ey, aber das ist cool. Mit dem Dreizack ist cool. So ein Feature, das gibt es ja in der 1.8 gar nicht. Ich weiß gar nicht, in welcher Version der Dreizack hinzugefügt würde. Aber das macht Spaß. Und wir haben noch 1 Minute Stärke. Wo ist der nächste? Ich will die Stärke eigentlich noch ausnutzen. Also für die Minute, die ich habe. Und den haben wir runtergenockt. Easy. Ey, der Dreizack ist actually mega geil. Der fühlt sich so ein bisschen an, also wie so ein Bogen. So ein Endlichkeitsbogen. Kann mir ja irgendjemand in die Kommentare schreiben, wie viel okay, der hat auch Stärke. Wie viel Damage das Ding macht. Weil daran macht sich jetzt fest, wie stark der ist. Ob der jetzt besser ist als ein Bogen oder schlechter. Wer lebt noch? Er lebt auch noch.
Der macht halt so viel Damage. Okay, wir haben halt auch Stärke, aber also es ist halt jetzt asozial, aber wir müssen taktisch klug darauf warten, bis der eigentlich die Stärke von ihm ausläuft. Weil sonst ist halt so OP und wir haben einen Dingda-Bogen, das ist actually mega geil, einen Quick-Charge. Das können wir jetzt mit Poison-Pfeilen drauf nehmen, also den Crossbow, dann können wir ihn ein bisschen vernichten. Wir haben ja leider einen anderen Bogen nicht bekommen. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen Loot holen. Und Alter, geiler Stuff, der für mich hier liegt. Oh, eine Sharpness Eisenaxt. Das ist actually geil. Dann werden wir jetzt ihn mal auf den Sack gehen. Also, wir haben zwar kein geiles Schwert, aber das enchanten wir. Jetzt haben wir ein Sharpness 2 Schwert. So, Poison hat er Intus. Okay, leider kann ich nochmal. Ich weiß nicht, wie viel Damage das macht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gap gesnackt hat. Ist halt gehasster. GG! So, wir nehmen jetzt mal das Poseidon-Kit, weil wir Poseidon sind. Das Kit hat mir eigentlich eben ziemlich viel Spaß gemacht. Also das Ding. Und also die Runde startet, wird immer schneller. Das ist natürlich immer so gewollt. Wie viel Damage macht eigentlich so ein Ding? 9! Also man kann theoretisch mit dem Ding spielen. Schild ist halt jetzt die Sache. Ich gehe jetzt einfach zum Gegner und ja, wir gucken einfach. Wir machen jetzt einfach so den... Aua. Das ist natürlich unangenehm. Okay, ich kann nicht blocken, während ich das Ding habe. Das ist natürlich scuffed. Und, okay, wir werden jetzt einfach gnadenlos mit dem Ding, rumschießen. Weil ich kein Schwert oder so habe. Der da vorne fliegt irgendwie. Ich weiß halt nicht, wie viel Damage das macht. Das ist halt die Sache, ich habe jetzt keine Waffe. Das ist sehr suboptimal. Auf jeden Fall nicht so wie ich möchte. Und ja, ich habe auch nichts, um das TNT anzuzünden. Okay. Ich würde jetzt einfach mal einen taktischen Rückzieher, glaube ich, gleich machen. Oder einen taktischen. Nee, wir können auch nicht in die Mitte. Okay. Ja. Kommt er wieder? Okay, der ist runtergenockt worden. Meine Waffe ist weg. Scheiße. Okay, kacke. Damn. Jetzt sind wir ohne Waffe da. Hä, wo ist der verschwunden? Der hat einfach gar keinen Bock mehr gehabt, glaube ich, der Trident. Der hat sich so gedacht, nee, heute nicht mehr. Jetzt haben wir zum Glück eine Waffe und einen Gap gelootet, weil der das davon nicht gecheckt hat, dass er die Kiste mitnehmen kann. Trotzdem ist so ein Stuff jetzt nicht so geil. Gibt es hier oben noch eine? Oh, die Map ist aber schön designt. Das Haus, das ist klein, aber fein. Ja, gehasst das dann damit. Gegen den könnte das sportlich werden. Ich habe halt auch nichts Geiles, um ordentlich was da gegen ihn zu machen. Also schildmäßig habe ich halt nichts. Das ist ein bisschen unangenehm. Da würde ich, nicht schildmäßig, axtmäßig. Deswegen kann ich keine Schilder breaken. Digga. Geiler Typ auf jeden Fall.